Herzlich willkommen zurück bei Projekt Napoleon. Wir haben Tag 13. Er ist gerade eben angebrochen. Mit dabei der Asrak. Hi. Und der Nordisch. Hallo. Ja, wir hatten wie immer einen Nachtbesuch gehabt und uns aufgefallen ist. So langsam wird es aber Zeit, dass wir uns ein bisschen um die Verteidigung auch kümmern. Ein bisschen Holz haben wir noch da. Also, wenn ihr daraus noch Spikes craften wollt, dann. Ja. Ich würde mir jetzt erstmal auf Spikes versteifen. Ja, ich hätte auch gesagt, Spikes geht ab. Weil alles andere. Ja. Ja, oh. Nee, mehr denke ich. Was ist denn hier los? Was? Bitte? Ist das eine Feral. Das ist natürlich wieder eine Feral-Krankenschwester, natürlich. Warte mal, komm mal her, du olle Zippel. Lockst du doch mal hierher. Ja, ja, lockst du doch mal zu uns. Grade. Dann helfen wir dir. So, also 40 Spikes werden jetzt gerade in der Workbench fertig. Okay. Musst du gucken, wo. Achso. Ich sehe ich nicht durch die Bäume. Nee, ich bin ja auch schon wieder im Haus. Also. Wo ist denn die Feral-Krankenschwester? Da auf der Straße vor dir. Ja, das ist Palain. Okay. Sehe nix. Ach, scheiße. Aber ich höre sie. Ah ja. Hau dich in Palain, du! Aua! Au! Ah, die. Was? Nein, du musst nicht, nein! Alles klar. Okay. So, ich habe natürlich in der Zwischenzeit im Safe ein bisschen aufgeräumt, die Waffen zusammengebaut. Jetzt sind meine Waffen besser, die anderen Waffen sind besser. Das ist schon mal nicht schlecht. Und in der letzten Folge hatten wir hier Antibiotika beschafft. Wir haben 9 Antibiotika. Das hilft erstmal. Wir haben sogar einmal Gabel Antibiotika. Saugeiles Zeug. So, dann stelle ich gleich nochmal ein bisschen Tee her. Ah, ich glaube, ich hole noch ein bisschen Holz. Für mehr Spikes. Da können wir noch was essen. Spikes in der Workbench. Guck mal in der Workbench. Da will ich gar nicht hin. Ich will ja Holz für die Spikes holen. Achso. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine Idee. Ja. Brille Vielmann, ja, die bringt mir ja momentan hier auch nichts. Sieht man ja bei den dicken Klüsen, ne? Kann einer von uns schon Beton? Müsste ich nachgucken. Was ich nicht gerade nicht kann. Cree, dafür bräuchte ich noch 3 auf Science. Beton. Ich guck mal. Ich bin's nicht. Betonmischerei, ne, da müsste ich ja erstmal Betonmischerei lernen. Boom, 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 boom. I'm bouncing my way downtown. So, hier gehen auch langsam die Bäume aus. Einen schönen Fall zu so, ich stelle jetzt erstmal Fertilizer her in der Mischmaschine. Bevor wir nichts anderes Gescheites machen können, dann soll er wenigstens dann das machen. Oh ja. Oh ja. Klar. So, haben wir schon Holz, dann kann ich noch ein bisschen craften nebenbei. So, und jetzt wollte ich eigentlich wieder zurück. Der Stadt, wo man herkam, weil das war ja ganz mal so verkehrt. Das war die hier. Da hat man nämlich den Waffenladen auseinandergenommen. Wir können einfach mal querfeldein durchs Zerstörte. Komm, scheiß drauf. Ja. Dafür sind wir ja auch im zerstörten Biom, um hier mal so ein bisschen und so weiter. Wenn du durch Minen fahren willst, bitte. Nein, ich möchte nicht durch Minen fahren. Ich vertraue auf das Glück, das mir auch beim Looten beschert ist. Ja, das, ja, gut. Dann kann ja nichts passieren, das stimmt schon. Ja, eben. Da bin ich völlig befreit von diesen Dingern. Das ist schon unverschämt. Das ist ein Skill. Das ist ein Skill. Da habe ich viel Perk für geopfert. Ah. Oh Mann. Na, Frank meint, ob wir neu starten, wenn wir die Biome durchhaben oder wenn die Alpha 17 kommt. Nicht zwingenderweise. Eventuell gefällt uns das ja mit der Umzieherei. Weiß ich nicht. Naja, gut, bevor die Alpha 17 kommt. Vielleicht haben wir bis dahin vielleicht haben wir bis dahin auch eine andere Idee, die wir mal umsetzen wollen. Weiß ich nicht. Ja. Ja, das ist mit der Mod ist ja immer so eine Sache. Das ist gerade ein Server, der stark genug ist, dann halt auch die Mod mit zu spielen, ist immer so eine Sache.
Ja, muss ja nicht eine Mod sein, es kann ja auch eine andere Idee sein. Nein, aber es ist ja mal geplant gewesen, beziehungsweise es ist ja mal auch eine Idee gewesen. Nur wie gesagt, ein Server und dann eine Mod drauf ist bei so einem normalen gemieteten Server immer so eine Sache. Schwierig. Weil du da eben halt die Ressourcen teilst mit anderen Servern und da brauchst du schon eigentlich einen Rooted-Server und dann auch einen relativ guten. Sag ich jetzt mal, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Könnte man natürlich mal gucken. Man kann bei Zap Hosting, ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber da kannst du dir auch Server kaufen. Also richtig kaufen. Und dann müsste man sich mal den Preis angucken und wenn der Preis in Ordnung ist, dann könnte man ja auch mal sagen, Mensch, man teilt das Ding durch drei zum Beispiel. Das könnte man ja auch mal machen, ja, aber da müsste man sich dann... Könnte man durchaus machen, natürlich. Müsste man dann mal rechnen. Also falls jemand an dieser Stelle Erfahrung haben sollte mit Zap Hosting... Also mit gekauften. Denn einmal Bescheid geben. Glaube ich zwar nicht, dass sich jemand einen Rooted Server kauft, aber naja. Ich weiß. Immer noch Wunder, ne? Bitte was? Mist. So, Rezepte. Spikes wollte ich ja machen. Ach, Armbrust kann ich jetzt ja auch herstellen, stimmt. Richtig, so war das. Spikes. Wohl Stacheln. Okay. Damit haben wir hier mal ein klein bisschen aufgeräumt. Erstmal kurz was. Das wird gescrapt. Nailgun-Schematik hatte auch schon jemand, oder? Ich ja. Nordisch, ja. Als unser Werkzeugmann. Ich habe nämlich noch eine gefunden. Was ist eine Schematik? Ja. Ja, ja. Das ist gut. Okay. Lernst du doch gerade. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass wir Herrn Sturz fragen werden, ob er uns seinen Server zur Verfügung stellt. Nee, ich glaube nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, ich glaube, das würde er nicht mal für seine eigenen Leute tun. Ich will das jetzt nicht negativ behaften, aber jetzt ganz im Ernst, also er hat ja auch andere Sachen zu tun mit seinem Server. Eben, außerdem haben wir mit Hirnsturz ja keinen großen Kontakt. Ja, wir sind ja eine große Seven Days to Die Familie. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Nee, er war ja auch. Ich habe noch nie ein Projekt mit ihm gemacht. Er hat sich weder beim Hardcore-Event noch beim Charity-Event sozusagen als aktiver gezeigt. Das ja auch okay ist, aber mir fehlt einfach schlichtweg der Kontakt zu ihm und von daher. Nein, das ist auch klar. Kann ich in der Richtung jetzt mal der Hand aufs Herz auch nicht in Anspruch nehmen oder. Nö. Vom Ansatz her. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Server hätte, einen Rooted-Server hätte, sei denn, ich hätte jetzt gerade den Platz frei, genau. Dann würde ich den wenn auch nicht freigeben. Wenn man einen hat, benutzt ne? man ja auch. Ich meine, das ist ja nichts, wo du sagst, ich hole mir jetzt einen Rooted-Server und der liegt jetzt deswegen mal schön in der Ecke. Nee. Das ist ja auch Unsinn. Ja. Nee, das ist schon klar. Also gehe ich davon aus, dass wenn einer einen Rooted-Server hat, der neueren Datums ist, dass er den auch für sich benutzt. Ja gut, die werden ja geupdatet, also von daher. Ja, aber die Hardware, ne? Das ist, du mietest ja den und den, das und das. Ja gut, okay, du meinst, ja genau. Ja gut, da weiß ich eben nicht, wie das halt ist, ob dann die Hardware mal getauscht wird oder ob du dann eine Art Upgrade kaufen kannst oder weiß ich nicht. Da weiß ich es auch ehrlich gesagt nicht, wie die das handhaben. Deswegen sagte ich auch, wenn jemand vielleicht da mal Erfahrung hat, bei Zap Hosting einen Rooted Server zu kaufen, dann gerne mal in die Kommentare schreiben oder hier jetzt in den Chat, sofern einer anwesend ist, würde mich schon mal interessieren. Erfahrung und generell und überhaupt. Das kleine Miststück. Ideen müssen ja ausgesprochen werden. Völlig egal, ob die einem jetzt sinnvoll erscheinen oder nicht. Sondern Ideen müssen raus. Ich habe hier noch einen Händler. Querdenken gehört zum Geschäft, finde ich auch immer gut.
Natürlich ist es so, dass man sich auch Projekte teilen kann. Aber das würde ich dann sozusagen eher favorisieren mit der aktiven Gruppe. Das heißt zum Beispiel mit der Samstagsgruppe oder mit der Gruppe hier um Nordisch und Palen, ja, dass wir uns drei dann zusammensetzen. So Sachen. Ja. Also ich würde dann nicht an jemanden zusammen oder rantreten, mit dem ich keine Projekte habe. Nein, das ist ja klar. Das setze ich auch so schon mal voraus. Ich habe nochmal Händler 5 geteilt. Ah ne, habe ich noch nicht geteilt, warte. Liegt doch nicht. Na jetzt. Habe ich. Super, danke. Hast du mir auch immer nur... Dankeschön. Na, gibt's nicht. Ah, so werde ich mir merken. Hirschi. So, dann fahren wir hier noch ein bisschen rum. Eigentlich wollte ich eher einen Wald suchen. Naja. Stehst du im Wald? Noch nicht. Würde ich aber gern. Ich habe keine Lust, immer diese kleinen Bäumchen wegzuholzen. Das lohnt sich irgendwie nicht, ne? Das bringt's irgendwie nicht. Das turnt mich nicht an. Oh, was ist denn hier? Achso, hier ist eine Straße. Ich dachte, wir hier ein fetter Abgrund. Und heute haben wir nochmal so die letzte Chance, mal ein bisschen zu gucken. Ich bin auch gerade eine Bank am Auseinandernehmen. Eine Parkbank, oder? Uah. Naja, wegen Waffen und Bücher. Und da ist auch einiges dabei. Ja, die okay, Bäume, das sind das hier irgend so eine Luschenbäume hier. Au! Ist ja nur schon wieder. Waffe für nur schon wieder los. Brille Vielmann, ja. Brille Vielmann. Hier ist aber auch nichts zu sehen irgendwie. Keine Stadt ausnahmsweise mal auf der Ecke hier. Wo bin ich überhaupt? Bäh. Oh Mann, greif an! Au. Okay. Haben die tatsächlich in Rekordzeit diese Tür aufgeprügelt? Alter Schwede. Ja, immer diese Banker. Ja, mal gucken, was in den Safes drin ist. Also bis jetzt ist ein ganz guter Loot. Also im Prinzip, eine Bank ist das kleine Waffengeschäft. Das muss man wirklich sagen. Wenn man den Azrak heißt und... Nö, da ist jede Menge Schiss drin. Oh, was geht hier los? Oh. Ist das verbrannt? Naja, eigentlich ist auch kein richtiges verbranntes Biom. Das ist eigentlich, glaube ich, nur so ein kleiner Streifen hinten. Oh. Sag ich's nicht. Überall Waffenteile. Bis zum Abwinken. Ja, Waffen, ja gut, Waffenteile habe ich auch ein paar gefunden. Hatten wir denn schon neuen Zielort? Nee, noch nicht, ne? Verbranntes Biom? Nee. Was haben wir? Verbrannt? Neuen Zielort. Ja, wenn wir denn verbrannten Biom dann bauen wollen, beziehungsweise. Haben wir denn überhaupt eins gefunden? Das ist die Frage. Deswegen auch noch keins gesehen. Ja. Verbranntes Biom habe ich gefunden, ja. Das wäre gut, also okay. Wo man auch dann bauen bzw. leben könnte. Das weiß ich nicht, das müssen wir dann ein bisschen mehr erkunden. Zuck. Ah. Oh, ich habe wieder ein Känguru-Mini-Bike da. Das ist geil, ne? Das ist gerade doink, doink, doink. Ah, grünes Biom. Na gut. Wieder eine Stadt. Boink, boink. Boink, boink. So, was haben wir denn hier Schönes? Später haben wir es 9 Uhr. Ja, die Dicken sind eklig. Also ich finde am schlimmsten die so... Ja, da kriege ich selber ein Kloß im Hals. Das ist... Ach was? Diese dicken Touristen-Typen. Ja. Furchtbar. Also recht gut getroffen vom Ton her. Sehr stimmungsvoll. Habe ich synchronisiert, hallo? Aha.
Hört sich schlimm an. Soll es ja auch. Richtig schlimm. Oh, was haben wir hier für ein schönes Gebäude? Ist das eine Schule oder was soll das sein hier? Ach, ah, nochmal eine Crossbow-Schematik. Das ist ja cool. Ah, ich weiß zwar nicht, ob wir hier die Stadt schon markiert haben, aber ich glaube nicht. Wegpunkt markieren. Stadt. Wo sind wir denn zahlenmäßig bei der Stadt? Okay, Red Moon, bis gleich. Ja, also was ich auch sehr geil finde, sind die Hunde. Das Hundegeräusch, das Knurren, das Jaulen, ja, und das ist richtig gut geworden. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Ich finde den Spider auch sehr stimmungsvoll vom Sound her, sehr beängstigend. Und an Samantha hat man sich auch so ein bisschen von der Stimmung gewöhnt. Ja. Das ist wohl wahr. Da bin ich mal gespannt, wann der Behemoth reinkommt. Behemoth. Nee. Das Projekt ist wohl eher gestorben. Oh nö. Echt? Ja. Also jetzt zur nächsten Alpha kommt er auf gar keinen Fall. Und so wie ich es gehört habe, wird er eher verworfen als aktiviert. Ah, okay. Weiß nicht warum. Vielleicht kriegen sie es nicht hin oder. Also ich finde die Idee gut, dass es so einen gibt. So einen bösen Jungen, so einen großen. Ja. Gefällt mir auch in der Starvation sehr gut. Da ist ja der World Crusher, der Stone Crusher, der ist sehr, sehr geil und braucht ja auch deine gepanzerte Burg auseinander. Auch der Dämon, der die Kleinen spawnt. Also das sind zwei richtig gute Boss-Charaktere, finde ich. Ja. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch für die normale Vanilla-Version. Ja, das ist schade. Ja, oder zumindest halt irgendwie sowas in der Art. Das muss ja nicht so einer sein, aber irgendwie nochmal so einen generellen Boss-Charakter. Irgendjemand, der ein bisschen mehr Wumms hat oder der vielleicht auch Zombies wiederbeleben kann. Ich glaube, das sollte der Behemoth machen. Vielleicht nicht einen super großen, sondern so 3-4 was weiß ich, so normale Jungs, weißt du, so schon Bossgegner, aber halt jetzt nicht diesen großen Übergegner. Ja. Sondern dann hast du halt wie bei der Starvation halt dann auch 2-3 Bossgegner, die schlimm sind. Naja, dann hast du halt keinen, der so überhart ist, ja. Naja, stimmt wohl. Ja, die werden sich da sicherlich noch was einfallen lassen. Das würde ich hoffen. Ja, ach, Mist. Der Fertilizer braucht ja auch gar nicht lange. Nee, deswegen hat sich ja mal angeworfen, weil was Besseres können wir da eh nicht machen. Wenn wir jetzt Beton herstellen können, können wir gerade einen zweiten machen. Weil wir haben genug Engines. Ja. Ja gut, die brauchen wir nachher aber auch vom Generator, ne? Also ich würde jetzt auch nicht verlumpen. Nee, aber zwei Mischer wären doch schon okay. Okay. Oh, Alter! Zombie Missfido. So, wir müssen mal zum Händler. Oben ist er. Und wir brauchen. Ich nehme ich mit. Brauchen dazu dieses Auto da unten. Weil ich brauche Forged Iron. Forged Iron. Ja, Ravioli. Na, das ist lecker. Oh. Eine Workbench gefunden. Bringt zwar zusätzlich wenig, aber naja. Cool. Ja. Ist ja nun nichts los hier, ne? Also was mir bei dem Schulmädchen ganz besonders gefällt, sind diese glühenden roten Augen. Das ist richtig geiler Shit. Sieht total bedrohlich aus.
Na, stimmt. Ach, das gibt's doch nicht. Gerade schon wieder infected. Menno. Mehr hab es doch. Mehr habe doch Antibiotika. Mehr hab es. Wir haben auch sogar, glaube ich, dieses natürliche Zeugs. Habe ich schon verbraucht. Ach so. Für die erste Infektion. Hob dich aus. Hör mal auf. Scheiß. Komm, nimm keine Rücksicht auf uns. Das Problem ist, es gibt dir halt keinen Buff, der dich immun macht. Nee. Ja. Das gibt dir nur Antibiotika. Genau. Na, der erstbeste Treffer aus. Sofort direkt wieder. Super. Tja. Was lernen wir daraus? Mal warten. Einfach mal ein bisschen infiziert durch die Gegend rennen. Wir lernen gar nichts daraus. Genau. Bing, bing, bing. Essen fertig. Genau, wer hat's gemacht? Das würde mich auch mal interessieren. Oh, zwei Wire Tools. Na. Was zum Teufel ist hier los? Ah ja, okay. So, Ton weg. Bass. Das finde ich so nicht gut. Achso, Jagdmesser. Braucht von euch noch jemand das Jagdmesserbuch-Rezept? Nope. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, sagt er. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ich hab's noch nicht, nee. Dann bring ich's dir mit. Das ist lieb. Das weiß ich. Hallo, Zombies? Zombies. Oh. Ja, da ist ein... Ja, feine. Fein. Habt ihr Pistole und Shotgun auch schon gelernt? Ich glaube nicht, aber ich gucke mal nach. Pistole. Nein und nein. Achso, was mache ich denn überhaupt für einen Scheiß? Pistole, achso. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? So. Pistole. Ich weiß gar nicht, ich suche gerade wahrscheinlich völlig verkehrt. Aber bei Feuerwaffenschmied habe ich eh noch nichts. Eher nicht. Tipp nehmen wir mit. Hier schauen wir natürlich auch mal rein. Hallo? Ah, wie immer keiner antwortet. Naja. Was denn? Wer möchte? Ich meine nicht euch. Ich meine nicht euch. Nee, danke erstmal. Brandpfeile? Ja, dann lande ich sofort. Feuerpfeile. Ich glaube, die hatte ich schon. Oder war es Explosivpfeile? Kann auch sein. Also Brandpfeile sind absolut uninteressant, da wir Molotov-Cocktails haben. Ich finde, seitdem ist Brandpfeil sowas von unten durch. Ja, und vor allen Dingen, seitdem sie dann praktisch nur mit dem Compound-Bau funktionieren. Ja. Ach so. Also sind sie nicht mehr so interessant. Wusste ich gar nicht. Richtig. Brandpfeile kannst du eigentlich den Hasen geben. Ja. Völlig für ein AA. Es sei denn, du hast ein Compound. Hey, Wrench. Naja, aber du steckst, wenn dann nur einen an. Du wirfst einfach einen Molly und hast 7, 8 oder 10 oder noch mehr, wenn du gut wirfst, hast du drin. Ja. Also, ja. Dafür ist der zu teuer, weil der kostet auch Pulver und alles. Damit stecke ich lieber was in Explosionsbolzen. Ja. Das ist echt wahr. Zumal der Explosionsbolzen und der Raketenwerfer seit der neuen Alpha hier, der 14.4, ja keinen großen Flächenschaden mehr machen, was die Strukturen angeht. Vorher haben die ja riesen Löcher gerissen. Du hast ja das Ding nicht abgefeuert, weil du deine Umgebung schonen wolltest, weil du nicht die Bude einreißen wolltest. Das ist ja inzwischen rum. Ja. Du kannst damit sozusagen ruhig einem Dicken vor die Füße schießen
Und das ist kein Problem. Naja. Ui, 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 ui. Ui. Was? Ui, ui, ui. Ah ja, die tun es richtig weh. Aber das ging mir auf die Schulter. Ach, das ging aber auf den Kopf jetzt. Bleib liegen, Alter. Ja. Auch du. Das ist neu, das gibt nur Geier. Verdammt, eine Fire-Axe! Ja, ich dachte, ich kriege hier eine Pickaxe. So, natürlich eine zerstörte Chemiestation, natürlich. Na klar. Natürlich. Oh, ich habe einen Compound-Bau. Ja, natürlich, siehst du. Natürlich. Ich darf doch auch mal was finden. Nee, du, auch du darfst nichts finden. Gar nichts. Gar nascht. Nicht. Der Stream laggt extrem. Echt? Okay. Ich habe keine verworfenen Frames. Alles gut. Ich habe auch keine verworfenen Frames. Das wundert mich ein bisschen. Also bei mir sieht momentan alles gut aus. Hat die mich von hinten überrascht, das Mistvieh? Unglaublich. Der Rucksack. Ja. Sonst musst du vielleicht nochmal deinen Browser nochmal neu laden. Vielleicht hilft das ein bisschen. Muss nicht zwingend an mir liegen. Also ich habe keine verworfenen Frames. Also eigentlich dürfte da nichts sein. Ich habe auch keine Störmeldung oder sonst irgendwas. Ich besorg's dir, du Sack. Bei mir laggen alle drei Kommt Streams her, extrem, alle? Okay? Ja gut, dann kann das erst recht nicht an uns liegen. Nee, dann liegt das nicht an uns. Sonst wird nämlich mein ganzer Chat aufschreien. Und das tut er nicht. Nein, 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 nein. Oh, hier hatten wir noch ein Safe. Ah ja. Den noch auf? Also beobachte das mal mit dem Längen ein bisschen vielleicht. Ergibt sich das ja. Ja, wir sind sowieso, glaube ich, so langsam wieder mal. Naja, dann. Geistig am Ende, ja. Mach ich noch gerade den, den Safe auf, guck, was drin ist. Ja, natürlich. Aber ich habe genügend Forged Iron, um meine Iron Pickaxe zu reparieren. Chaka. Und dann können wir ab wieder in die Bahn. Alter. Ein paar Parts. Immer kaputt. Oh, das Wasser nicht wird. So, Mutti, was hast du dabei? Was ist wieder für ein Rotzwetter hier? Das ist ekelhaft. 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 Schon geschehen. Ekelhaft. Achso, dann hast du den Rechner, hast du neu gestartet, alles klar. So. Ah, hier ist ja die Bank. Ach, warum kann ich das nicht mitnehmen? Das ist auch scheiße. Ach, Kaffeebohnen kann ich wegschmeißen. Die brauche ich ja eh nicht. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Das war der letzte. Dann geht's hier weiter. Gut. Warte. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Passt dann sowieso ganz gut zum Ende. Jo, ja, die dackelt vorbei. Gut. Ich muss sagen, wo ist denn mein Minibike da oben? Hier hatte ich doch schon ein Marker gesetzt, oder? Ja, hatte ich. Gut, dann kann ich auch nach Hause gondeln. Ja, Tippfehler ist nicht schlimm. Hat einer von euch denn schon dieses Benzin-Rezept? Nee, ja, nee. Hab ich. Ja, hast du sehr gut. Ich hab's eben gefunden, ne? Hey.
bringe mich dann noch ein paar Kanister mit, Tonnen mit. Die können wir ab jetzt auch umwandeln. Schick. Er hat genau gewusst, wo ich bin. Wieder. Noch einer hier drin? Nö. Ja, ich glaube, ich hatte angefangen, nicht wahr? Ja, ich glaube auch. Und wenn nicht, dann der wäre es auch egal. Oh, hallo? Hauptsache, du beendest es. Dann setze ich dem Ganzen meinen Ende. Moment. Okay. Jawohl, die musste gerade noch umgehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, ich sag tschüss und gebe das Wort weiter an meine Mitstreiter. Ja, dann streiten wir uns mal. Schön, dass ihr da wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die Projekt Napoleon wieder. Macht das gut. Tschüss. Ja, ich hänge dem jetzt. Schließe ich mich an und sag auch auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.